Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu ein bisschen was anderem Mal. Also nein, es geht wie immer, wie man sieht, da um das Ding. Aber heute sitzen wir mal auf der anderen Seite. Ja, die Soundqualität ist jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen schlecht, weil ich das mit dem Handy mache und keine richtige Kamera habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja, ich höre mir das mal an und wenn das okay ist, dann lade ich das so, sonst muss ich es halt. Naja, nachkommentieren oder so, weiß nicht. Ich rede erstmal hier und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, also mich hatten mehrere Leute mal gefragt, wie ich das eigentlich mache. Also einmal natürlich, wie ich das mit dem Lenken mache. Das kann ich nochmal kurz zeigen. Ja, es blendet jetzt leider etwas, weil die Sonne sehr doll hier drauf scheint. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt sehen? Ja, kann man. Nur das Display blendet. Also, ja, da kommt die Lenksäule durch. Da oben. Die ist zwischen diesen Holzbrettern da eingeklemmt. Und daran ist dieses kleine Zahnrad da. Und wenn man jetzt oben lenkt, dann dreht sich das Zahnrad und dadurch dreht sich die Kette. Und die Kette dreht da ein Zahnrad. Ja, das ist einfach da mit dem Bolzen einmal durch. Ja, der Bolzen ist ein bisschen lang, deswegen sind da 70 Milliarden Unterlegscheiben, aber egal. Aber wenn ich jetzt oben lenke, sieht man, es lenkt sich unten und da lenkt sich es mehr als hier. Den Effekt, den man wollte. So, jetzt fragen mich aber ganz viele, wie machst du das mit dem Kalibrieren? Ich meine, alleine so, dass Buslenker da schon mit 1 zu 1 Übersetzung geht, wahrscheinlich nicht, ohne dass das hier auseinanderfliegt. Also das G27, aber jetzt noch durch die viel größere Zahl der Umdrehungen. Also, wenn sich das ja, wie gesagt, einmal dreht, dreht sich das da oben dreimal. Heißt, das wird sich ja noch viel schneller oben drehen, das schwere Ding. Das wird das hier komplett zerfetzen. Also, wenn ihr sowas baut, lasst das nicht dran, wenn das kalibriert, weil sonst fliegt euch hier alles um die Ohren. Ja, man sieht, hier ist so ein kleiner Keil. Ja. Den schraube ich einfach ab. Eigentlich mit einem Schraubenzieher, aber ich habe gerade keinen, deswegen muss ich das. Ja, ich bin Rechtshänder, ich kann das mit links leider überhaupt nicht. Na komm. Die Schraube ist schon auch etwas ausgenudelt. Eigentlich mache ich das immer mit dem Akkubohrer, aber der ist gerade noch bei meiner Schwester, weil die gerade umzieht. Deswegen kann ich das nur mit der Hand machen. Auf jeden Fall dreht man das dann hier so raus. Kann man das abmachen? Ja, der Keil kommt noch weg. Hier soll ja auch noch wieder eine Rückwand rein in das Ding. Hier hinten ist ja im Moment das offen. Die Rückwand steht hier schon um die Ecke. Da. Ja, also das soll hier noch wieder rein. Wie genau, das weiß ich nicht. Irgendwie ist der Plan, dass ich hier noch ein Regal reinmache, dass ich hier ja, ein paar Schuhsachen reinkriege oder irgendwie ein paar kleine Ersatzteile. Ne? Die liegen hier auch noch so ein bisschen rum. Ja, also irgendwie soll hier noch ein Regal rein, dass die ganze Scheiße da rein kann und ich unten trotzdem noch daran kann. Ja, wie genau ich das umsetze, ob ich das dann offen lasse und nur hier eine Fläche reinbaue oder ob ich dann hier noch irgendwie eine Tür vorbaue, ich weiß es nicht. Das muss ich alles erstmal gucken. Auf jeden Fall, ja, jetzt kann man es ganz einfach abziehen. Ja, man sieht, ich habe das. Es ist gestützt auf mein Mathebuch, weil das Ding etwas hoch war, aber das Mathebuch passt perfekt darunter und zum Glück haben wir zwei. Das bedeutet, je nach Thema kann ich es einfach austauschen und dann das andere mit zur Schule nehmen. Das ist ziemlich praktisch. Ja, hier steht noch ein bisschen Schmierfett, weil es quietscht sonst etwas und so läuft es einfach besser. Gib mir meinen tollen Finger, dann gehe ich an meinen PC, stöpsel das Lenkrad ein. Das Lenkrad sollte sich gleich kalibrieren, normalerweise. Was ist das da hinten eigentlich? Was bist du? Ah, ich habe letztens aussortiert. Alte Sachen, die ich nicht mehr brauche. Das muss runtergefallen sein. Irgendwie Playmobil, irgendwas, keine Ahnung. Lag 1000 Jahre unter meinem Bett. Gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr mitgespielt. Ja. Jetzt letztens aussortiert. Ja, und jetzt liegt das da immer noch so. Jetzt sollte das theoretisch. Aha, so. Darauf gehen. Ja, und rate mal, was jetzt passiert. Jetzt nimmt man den Keil, schraubt den fest und fertig. Dann kann man spielen. Das alles. Ja, ich guck mal, wie ich das jetzt hier gleich, wie ich das hochlade
ob ich da noch irgendwas rausschneide, beziehungsweise wie gesagt nachkommentiere. Aber ich hoffe, jetzt sind mal so ein paar Fragen noch, weil es kommen immer noch ein paar Fragen. Erstens, wie das hier unten genau aussieht, das haben die meisten Leute dann gar nicht gesehen in dem Video, beziehungsweise wollten es nochmal sehen, haben es nicht ganz verstanden, wie auch immer. Beziehungsweise andere Leute wollten mal wissen, wie ich das halt mit dem Kalibrieren mache. Das war ganz oft die Frage. Deswegen hoffe ich mal, dass ich es jetzt ein bisschen beantwortet habe. Ja, wie immer bei Fragen einfach in die Kommentare hauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.